Ihr wisst vielleicht mittlerweile, dass ich Fan von so Tinted Moisturizern bin. Ich habe mir einen neuen in Amerika gekauft, und zwar diesen hier. Der wurde mir bei Sephora von einer Mitarbeiterin empfohlen. Und zwar ist das ist der Say Slip Tint in der Farbe 4½. Und das ist wirklich so eine leichte Textur. Der ist nicht wirklich deckend, sondern so ganz leicht, und ich liebe den irgendwie. Oh Gott, das triggert mich, dass ich mich da selbst im Spiegel sehe. Warte, ich muss mich so hinsetzen. Also, ich war die letzten 2 Wochen mit Marvin in den USA. Die ersten paar Tage waren wir in New York und hatten da, glaube ich, 3 Videodrehs. Und ich habe wieder Fotos gemacht. Und dann sind wir mit Marvins Auto, weil der hatte vor 7 Monaten sein Auto nach New York verschiffen lassen, weil sein Traum ist, mit seinem eigenen Auto einen Roadtrip durch die USA zu machen. Und ja, das haben wir direkt am Anfang in New York abgeholt, das Auto, und haben dann im Anschluss nach New York unsere erste Etappe quasi zurückgelegt von New York nach Denver. Die ersten 2 Tage waren eigentlich nur fahren, und da war die Landschaft auch noch nicht ganz so spannend, weil die coolste Landschaft kommt so im Westen der USA. Ja, und dann sind wir eigentlich Autobahn gefahren, haben uns halt immer so einen Zwischenstopp gesucht. Und dann haben wir eigentlich mal abwechselnd auf Parkplätzen draußen geschlafen und uns ein Motel/Hotel gesucht. Das erste Motel bzw. Hotel haben wir uns in St. Louis oder bei St. Louis gesucht, und ich hatte so ein bisschen außerhalb ausgesucht eins, damit es noch günstiger ist. Das war so ein richtiges Horror-Hotel irgendwie. Also es hat so gemüffelt da drin, das Schloss war kaputt, es hat wirklich gewittert und gestürmt, als wir angekommen sind. Also richtig wie aus einem Horrorfilm. Es war sonst, außer einem Mitarbeiter, hat man keinen Menschen in dem Hotel gesehen. Im Bad waren überall so Flecken an der Wand und in der Badewanne. Das war so richtig. Es war nicht schön. Es war wirklich nicht schön. Ich war richtig froh, als wir am nächsten Tag weg waren. Aber ja, insgesamt war es ein richtig cooler Roadtrip. Ich hatte auch ein lustiges Reel gepostet, als uns fast der Tank ausgegangen ist. Da waren wir dann richtig froh, dass wir noch rechtzeitig tanken konnten. Und am nächsten Tag dachten wir, okay, heute ist der schönste Tag, weil dann ging es durch Colorado. Und am nächsten Tag ging es dann los. Wir haben uns beide richtig gefreut. Wussten, okay, wir müssen heute in Denver ankommen. Die Strecke, die wir uns rausgesucht haben, war so 5 bis 6 Stunden lang. Also relativ okay für einen Tag. Ja, auf jeden Fall sind wir dann losgefahren. Ich glaube, wir waren 1/2 bis 3/4 Stunde unterwegs. Und dann geht plötzlich das Auto einfach nicht mehr an. Und wir so, okay, was ist jetzt los? Und Marvin hat es dann nochmal versucht und nochmal versucht. Und das Auto ist einfach von jetzt auf gleich nicht mehr angesprungen, nachdem wir so ein Stopp bei so einer Steinwand gemacht haben. Und wir hatten auch keinen Empfang. Dann haben wir uns, weil es zum Glück bergauf ging, haben wir uns zurückrollen lassen, sind so zurückgerollt bis zu den nächsten Häusern. Ey, zum Glück waren wir nicht mehr irgendwo im Nirgendwo. Und haben dann so eine Lodge gefunden, haben uns da ins WLAN eingehackt. Also zum Glück, da war niemand, also kein Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin. Aber am Eingang stand einfach das WLAN-Passwort auf so einer kleinen Tafel. Haben erstmal so ein bisschen gegoogelt, und dann standen wir, weil wir uns auf so ein... Wir haben einfach irgendwo da gehalten, und dann kam so eine Frau zu uns: Ja, hier dürft ihr aber nicht stehen. Das waren so 2 Frauen, komplett unterschiedlich. Die eine die ganze Zeit so: Nee, wenn mein Mann nach Hause kommt, was wird der sagen? Und die andere Frau nur so: Oh, cool, woher kommt ihr denn? Und was ist das denn für ein Auto? Und oh nein, ihr seid liegen geblieben, so richtig nett. Und dann haben wir das Auto halt so angeschoben und irgendwie weggestellt. Sie so: Nee, also eigentlich da jetzt auch nicht, sondern eigentlich lieber da. Und wir so... Aber sie war dann doch noch echt nett, hat uns ihr Telefon gegeben und hat für uns sogar auch angerufen, also einen Abschleppdienst. Der kam dann auch vom letzten Ort, wo wir gestartet sind. Ey, es war so crazy. Dann wurden wir abgeschleppt und hatten einfach die lustigste oder die interessanteste Fahrt mit dem Abschlepper. Der war so cool, der war so richtig... Ich weiß nicht, ich finde solche Momente dann irgendwie so cool, wenn man
Leute trifft, die man sonst nie treffen würde. Und dann hört man so deren Storys. Und der hat unaufhörlich geredet, aber es war mega interessant, weil da war irgendwie Cowboy, also Automechaniker Cowboy, lebt in einem Schulbus, den er ausgebaut hat, ist mit an seinem 18. Geburtstag irgendwie abgehauen, weil er sich mit seinem Vater nicht verstanden hat. Und der meinte ja, wenn du 18 bist, kannst du machen, was du willst. Und dann hat er sich an seinem 18. Geburtstag seine Tasche gepackt und ist so abgehauen. Und er hat uns dann erzählt, ja, ich bin auch Cowboy und ich mache Rodeo, ist schon so mehrmals irgendwie von einem Pferd fast tot getrampelt worden. Einmal bin ich vom Pferd gefallen, dann ist es auf meinen Kopf getreten und dann noch auf meine Brust. Das war schon ein bisschen knapp, aber naja, ich lebe ja noch. Und hat dann auch schon so im Wald irgendwie 4 Stunden von der nächsten Zivilisation gelebt, musste dann so Leute retten, mit denen er da war, die sich irgendwie ihr Bein gebrochen haben. Und es war unfassbar crazy. Dann auch so der ganze Beef mit älteren Herren in Colorado, die dann sagen, ja, ein echter Cowboy ist das und das und das ist doch ein echter Cowboy. Und dann war das so richtig interessant, was da so für Themen bei denen so, ja, was ihn so beschäftigt. Und jetzt mache ich mich schnell fertig, weil ich noch zur Post muss und dann hole ich Bücher ab im Buchladen, die ich gestern bestellt habe. Kann mir mal jemand erklären, wieso es im November abwechselnd ultra warm und ultra kalt ist. Gestern war es richtig kalt und gefühlt bin ich heute viel zu dick angezogen. Komisch. Willkommen zurück in meiner kleinen Ecke. Ich mache es uns mal gemütlich. Es war gerade so warm, weil ich ja den Weg gelaufen bin und dann kommt man manchmal rein und ich habe direkt so alles ausgezogen, weil mir so heiß war. Heute ist irgendwie auch echt nicht wirklich kalt gewesen. Ich glaube, es waren so 15 Grad oder so. Ich habe mir gestern ein bisschen impulsiv so 5 Bücher bestellt zur Abholung. Und ich habe dann meinen Spaziergang in die Stadt genutzt, um dann einfach auch nochmal bei Müller und DM vorbeizuschauen. Ganz uneigennützig, nein. Ich habe tatsächlich dann gedacht, ich gehe einfach mal hin, weil ich ja eigentlich jedes Jahr einen Adventskalender für Marvin mache. Er guckt das Video eh nicht, deswegen kann ich euch hier auch alles zeigen, was ich geholt habe. Jetzt habe ich schon einiges an so veganen Süßigkeiten besorgt, die ich da reinpacken werde. Ich kann euch das einfach mal zeigen. Also bei Müller habe ich Freche Freunde Roter Beerenmix Fruchtchips besorgt. Dann so ein Fruchtpüree, frittierte Bananenchips, einen Es ist gerade eine Bestellung angekommen. Ich mache die mal ganz kurz auf. Und zwar habe ich 6 meiner Cookie-Mischungen bestellt. Ich weiß ja nicht, ob ich die schon mal ausprobiert habe. Ja, so sehen die aus. Schön fett mein Gesicht drauf. Nee, aber die sind echt cool und sehr lecker. Vegan mit Dinkelvollkornmehl. Und einfach lecker. Aber ist ein bisschen traurig. Nur so als Hinweis, wenn ihr die mögt oder nochmal ausprobieren wollt, dann am besten vor Ende des Jahres. Nur so als Hinweis. Deswegen habe ich selbst auch nochmal 6 Stück bestellt, aber ich glaube, ich muss nochmal welche bestellen, weil ich nicht ohne kann. Ja, wie gesagt, nur so als kleine Randnotiz. Weiter geht's mit dem Haul. Dann habe ich nochmal einen Share-Riegel mitgenommen und einen veganen Schoko-Hazelnut-Riegel. Sehr lecker. Bei DM habe ich auch ein paar Sachen für den Adventskalender geholt. Und zwar einmal Fruchtpunsch-Konfekt, dann vegane Marshmallows. Ich glaube, Marvin mag sowas gar nicht, also esse ich die vielleicht selbst einfach. Gebrannte Mandeln. Dann habe ich ein paar Riegel für mein Auto mitgenommen, weil ich zu oft im Auto bin und dann so Heißhunger bekomme. Dann von Naturally Pam so Nut Clusters, die waren um die Hälfte reduziert, deswegen habe ich die mitgenommen. Salty Pretzel, vegane Schokolade. Ich fand die sah sehr schön aus. Dann von Cher eine Nougat-Schokolade. Und dann von Koro ein Big Cookie. Davon habe ich mir 2 mitgenommen und einen auf dem Weg zurückgegessen. Fand ich ganz gut. Außerdem habe ich bei DM dieses Deo mitgenommen. Eigentlich wollte ich das mit Matcha oder grünem Tee mitnehmen, aber ich glaube, es gibt es nicht mehr. Das ist einfach das beste Deo vom Geruch. Einmal Garnier Fructis Aloe Vera Hair Food. Nehme ich noch immer die Cocoa Water. Die riechen beide einfach so richtig schön frisch, wie meine Kindheit, weil da haben wir auch immer Fruchtis zu Hause. Bei DM habe ich übrigens 38 Euro ausgegeben insgesamt und bei Müller, glaube ich, 9 Euro irgendwas. Und jetzt kommen wir zu den Büchern, die ich gekauft habe. Einmal habe ich das Tagebuch von Anne Frank mitgenommen. Es ist natürlich sehr, sehr persönlich, aber ich glaube, das ist einfach generell ein
wichtiges Thema ist. Und mit Anne Frank habe ich mich noch nicht so extrem auseinandergesetzt. Deswegen würde ich unbedingt das Tagebuch einmal lesen, um einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, dadurch bekommt man halt nochmal so ein ganz anderes Verständnis für die Situation, in der sie war und viele andere sich auch befunden haben. Und dann habe ich von Sabine Bode Die vergessene Generation gekauft. Generell möchte ich, weil man halt das ganze Thema Zweiter Weltkrieg sehr stark im Unterricht behandelt und ich finde, dass das auch nach der Schule nicht in Vergessenheit geraten darf. Das handelt von Kriegskindern, also Kindern von 1930 bis also von den aus den Jahrgängen 1930 bis 1945, die das halt von zu Hause vor allem, glaube ich, miterlebt haben, wo der Vater dann im Krieg war. Und das ist, glaube ich, hauptsächlich aufgebaut aus Interviews, so wie ich es verstanden habe. Falls ihr noch generell Empfehlungen habt zu Büchern, die ja so von der Zeit handeln oder sich mit der Zeit beschäftigen, woraus man so ein bisschen noch was lernen kann, dann sagt da gerne Bescheid oder gebt mir gerne die Tipps in den Kommentaren. Dann habe ich noch den Roman Die Welle gekauft. Lustigerweise, der Regisseur kommt, glaube ich, aus meiner damaligen weiterführenden Schule. Ich bin auf die Telekom-Schule gegangen und mir hat damals ein Lehrer gesagt, als ich mit YouTube so angefangen habe, ja, Shanti, wir haben viele erfolgreiche Schüler auf diesem Gymnasium gehabt. Zum Beispiel ist auch der Regisseur von Die Welle auf die Telekom-Schule gegangen und du wirst es sicher auch noch schaffen, das ist sehr süß. Ja, ich muss mich da nochmal informieren, aber ich meine, das war so auf jeden Fall, genau, habe ich das Buch noch nie gelesen und das habe ich auch immer mitgenommen. Dann weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe von Donna Tartt The Secret History mitgenommen, das war sehr gut bewertet und ich habe es auf Englisch geholt. Ja, viele haben geschrieben, dass sie sofort in der Geschichte drin waren und dass der Schreibstil sehr angenehm ist. Ich mag ja Taschenbücher immer eigentlich am liebsten, weil man die überall mit hinnehmen kann, gut. Aber gebundene Bücher sind natürlich sehr schön so zum Anfassen und das hier ist besonders schön. Das hat hier nämlich noch so ein bisschen Struktur oben, das ist ganz cool. Das ist von Ewald Ahrens, Der große Sommer. Aus den Rezensionen heraus habe ich gelesen, dass es relativ, ich glaube, emotional sein soll oder bewegend sein soll. Ich bin sehr gespannt darauf, hatte auch gute Rezensionen und das habe ich auch noch mitgenommen. Ich meine, bis ich diese ganzen Bücher gelesen habe, dauert es bei mir weil momentan lese ich schon seit Wochen an das Parfüm. Bitte schreibt jetzt mal in die Kommentare, wer von euch dieses Buch in der Schule lesen musste und wie es euch gefallen hat. Ich habe eine Pasta gemacht, einfach so vegetarische Bolognese mit Pilzen und Zucchini und ein paar Hefeflocken obendrauf. Und ich gucke jetzt eine Folge meiner Serie und zwar schaue ich Outlander gerade. Freue ich mich, habe ich schon seit Wochen nicht mehr geguckt. Direkt geht eine Sexszene los. Die sind immer ein bisschen. Okay, doch nicht. Ich habe was verpasst. Ich bin gerade irgendwie dann, als ich im Keller geschaut habe, bin ich hochgelaufen und ich bin immer so ein bisschen unsorgfältig und stelle meine Schuhe einfach direkt draußen vor der Tür ab. Also ich stelle die nicht zur Seite oder so, ich stelle die einfach direkt draußen davor ab. Und ich hatte heute so hohe Boots an und dann bin ich halt so reingelaufen, habe nicht so richtig geguckt, bin dann mit meinen Füßen, während ich die Schlappen auch draußen irgendwie so ausgezogen habe, hängen geblieben an diesem Bootrand oben. Bin in diese Tür gefallen, während ich sie schon auf hatte. Die Tür ist erstmal voll gegen diese Kiste da geknallt. Mir ist irgendwie alles aus der Hand gefallen und ich knall so halb auf den Boden. Meine Füße knicken um alles. Ich zeige euch das jetzt nicht, weil ich will jetzt nicht meine Füße in die Kamera halten, aber zwei meiner Zehen sind extrem angeschwollen und ich kann nicht mehr richtig laufen. So wie ich aussehe, fühle ich mich auch ungefähr. Ich kann einfach nicht mehr richtig laufen. Ich humpel die ganze Zeit, weil ich nicht so richtig mit meinem Fuß abrollen kann. Ich habe gestern schon mal so ein bisschen gefühlt, also ich weiß jetzt nicht, wie sich ein gebrochener Zeh anfühlt, aber ich hoffe einfach mal, dass der nur so ein bisschen verstaucht ist und dass es halt von der Schwellung einfach wehtut. Schau mal, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich habe Cookies. Ich habe nämlich gestern Abend noch meine Chocolate Chip Shanti Cookies gemacht. Ich habe die dann, als sie fertig waren, habe ich die einfach im Ofen gelassen, also mit offener Tür, aber trotzdem war da, glaube ich, noch ein bisschen zu heiß. Deswegen die heute ein bisschen, also die hinteren sind ein bisschen krosser, die vorderen waren perfekt, aber schmecken trotzdem richtig gut.
Guten Morgen. Ja, ich habe mich jetzt seit 2 Tagen kaum bewegt. Ich glaube, ich hatte euch ja noch geupdatet, dass ich irgendwie meinen Fuß eingeschlagen habe. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte sowas tatsächlich noch nie, dass es so lange wehgetan hat. Also der ist auch immer noch ein bisschen angeschwollen, mein Zeh. Und ich kann eigentlich ganz gut laufen, aber ich kann den halt nicht belasten. Also wenn ich den so ein bisschen knicke, geht das auch. Aber sobald da irgendwie Belastung drauf kommt, tut es halt weh. Ich finde es gar nicht so schlimm. Was mich an der ganzen Sache nur am meisten nervt, ist, dass ich hier nach Singapur fliege. Und ich glaube, ich werde den Flug aber nicht verschieben. Also ich gehe morgen früh zum Arzt. Deswegen war ich die letzten Tage auch nicht draußen. Das Wetter war wirklich jeden Tag, es war perfekt. Seht ihr das? Das ist so dieses Wetter, wo es draußen schön frisch kühl ist und die Sonne aber scheint und du hast so diese, du gehst so raus und es ist einfach so klare, so richtig klare, crispy Luft. Jetzt mache ich mir auf jeden Fall gerade Frühstück. Meine Haferflocken sind leer, deswegen mache ich mir jetzt Schmelzflocken, die ab dem 4. Monat zum Glück schon gegessen werden können. Am 11.11. lustig abgelaufen. Da mache ich noch gut. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, dass ich gerade Outlander schaue, aber ich hatte das neulich nebenbei geschaut und es wurde dann irgendwie so brutal wieder und ich bin so ein bisschen aus der Story rausgekommen. Und ich wollte auf jeden Fall nichts haben, wo die ganze Zeit Blut fließt. Also da fließt es nicht die ganze Zeit Blut, aber bei dem Teil, wo ich war, ist gerade viel Blut geflossen. Und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt irgendwas, was mir gute Laune macht. Und dann habe ich wieder mit Türkisch für Anfänger angefangen. Es ist einfach so eine geile Serie. Ich war gefühlt direkt wieder 15 und 16 und habe mich einfach schlapp gelacht. Ich habe mir hier eine Suppe gemacht, gefühlt. Aber es ist halt wirklich einfach eine Suppe. Egal. Dann haben wir unsere Himbeeris, die in der Suppe versinken. Und dann ist die Frage, Zucker oder kein Zucker? Ich bin gerade eher so auf dem Gesundtrip. Also ich glaube, ich nehme Cashewmus. Das versinkt auch in meiner Suppe. Und dann noch Kakaonipsis drauf. Das sieht einfach so unästhetisch aus. Und Chiasamen. Und eine großzügige Prise Zimt. Ich sitze immer noch hier. Ich habe bis eben einfach, es hat irgendwie so lange gedauert, ich habe einfach noch ein bisschen Styling gemacht für Fanny. Eine meiner besten Freundinnen, die macht ja Musik. Und wir shooten bald ihr Cover für ihre neue Single. Und genau, ich habe dann gesagt, dass ich gerne versuchen kann, mal Styling zu machen. Und habe dann gesagt, dass ich so ein kleines Stylingboard mache. Ich kann es euch ja mal zeigen. Okay, also hier ist erstmal so ein bisschen Inspo, so halt in die Richtung bisschen frech, nicht zu schick, Y2K-mäßig gehen. Dann habe ich hier noch ein bisschen mehr Inspo, noch ein paar Kleider. Und dann habe ich hier so ein paar Outfits quasi zusammengestellt. Diesen Pulli fand ich irgendwie auch richtig cool mit so einer Baggy Jeans. Hier haben wir dann ein bisschen mehr das Rohthema, also so Prints finde ich eigentlich auch ganz cool, auch wenn man das so zusammen kombiniert. Glaube ich, sieht das auf Fotos halt ganz cool aus. Und hier haben wir dann nochmal ein bisschen mehr Schwarz mit so einer Baggy-Hose und dann aber vielleicht einem engeren Oberteil. Da schauen wir mal, was wir davon nehmen. Also wenn ihr mich als Stylistin buchen wollt, sagt Bescheid. Ich bin immer noch hier, hab mir, oh nein, hab mir was zu essen gemacht, wie man sehen kann. Und zwar einfach Pilz-Tortellini mit Zucchini, Tomate und so einer Wodka-Tomatensauce. Also ich habe einfach Tomatenmark dazu gegeben, dann ein bisschen Wodka, das den Alkohol abkochen lassen und dann ein bisschen vegane Sahne dazu gegeben. Das ist mega lecker. Und passend zum Essen schneide ich auch gerade ein neues Food-Video für euch, was dann, glaube ich, morgen online kommt direkt. Ich liege jetzt am Bett und gehe jetzt schlafen. Es ist jetzt schon 2:30. Ich muss morgen 8 beim Arzt sein. Mein Schlafrhythmus ist eigentlich momentan so, dass ich erst 3:30, 4 müde werde und dann bis 9 oder 10 schlafe. Deswegen hoffe ich, dass ich meinen Wecker höre, aber ich habe mich jetzt vorhin schon, also eben gerade geduscht und muss mich dann nur noch anziehen, Zähne putzen und dann kann ich losgehen. Ich war vorhin beim Arzt und es ging einfach so krass schnell. Also ich habe, glaube ich, noch nie so schnell einen Arzttermin gehabt. Ich bin rein und gefühlt
haben die mich schon ins Röntgenzimmer gezogen, als ich in diese Arztpraxis gekommen bin. Ich habe auch erst die Dokumente ausgefüllt, nachdem ich behandelt wurde, weil ich wirklich sofort reingekommen bin. Die haben dieses Röntgenbild gemacht und mein Zeh ist nun verstaucht. Ich hatte dann auch ich habe ja heute einen richtigen Schuh angezogen. Es hat einfach hat schon wehgetan. Ich bin dann so dahin gehumpelt, aber ich habe das Gefühl, es geht so langsam. Also wenn ich vorsichtig laufe, dann muss ich auch nicht so krass humpeln. Das ist schon okay. Also alles gut. Ich bin jetzt zum Supermarkt gefahren, um mir Frühstück zu holen, weil ich wirklich nichts mehr an Lebensmitteln zu Hause habe. Ja, ich habe mich wirklich die letzten fünf Tage ausschließlich von Pasta ernährt und immer mit der gleichen Soße. Das ist zwar lecker, aber ich bin jetzt auch mal bereit für was Neues. Früher haben die 39 Cent gekostet. Geht ihr auch immer so aus dem Laden raus? Also ich schon. Aber hier ist mal, ich habe mir einmal mitgenommen, so Laugenkreationen. Marvin mag einfach kein Laugenberg und ich kann es nicht verstehen. Dann habe ich noch was für seinen Adventskalender geholt. Wintermandeln, einen veganen Weihnachtsmann. Gemahlene Haselnusskerne, auch für den Adventskalender, einfach nur zum Backen. Dann Pekannusskerne, ich liebe Pekannusskerne. Dann wurden mir die hier neulich auf einem Dreh empfohlen, und zwar italienische Haselnusskerne, blanchiert, geröstet. Die sollen wohl mega, mega lecker sein. Ich möchte die direkt mal probieren. Die riechen einfach nach Nutella. Ich weiß nicht, was mit diesem Zimmer los ist und was ich damit mache, aber es sieht gefühlt immer so aus und ich schaffe es nicht, dass es aufgeräumt bleibt. Jetzt kommt mein kleiner Reality-Check hier. Also, wir betrachten einmal das Kunstwerk. Wir haben hier einen Koffer, der zwar ausgeräumt ist, aber einfach hier so rumsteht. Leere Kartons. Ein Karton mit Parfums, die ich nicht mehr benutze. Ein Stapel von meinen Kochbüchern. Ein leerer Karton, eine Tasche, die ich momentan gar nicht mehr benutze, vielleicht könnte ich sie auch mal wegräumen. Mitbringsel aus Nepal, ein Lesezeichen und eine Seife aus Nepal schenke ich wahrscheinlich meiner Patentante. Ein Kampagnenfoto, was ich gemacht habe für ein sehr leckeres Mate-Getränk. Wie findet ihr das Foto? Tee aus Nepal, den ich wahrscheinlich meiner Family zu Weihnachten schenke. Süße Fotos mit Ishtar. Socken. Packpapier, meine elektrische Zahnbürste, wichtige Unterlagen, die darauf warten, eingeräumt zu werden, Kameralicht, Blitz, Kameratasche, Kissen, von denen ich nicht weiß, ob ich sie noch haben möchte. Also insgesamt würde ich das Kunstwerk als sehr kreativ bezeichnen, sehr ausdrucksstark. Wir haben viele Facetten, auch vieles, was sehr, sehr viel Tiefgang hat. Und ich werde mal reingehen und ein bisschen forschen und gucken, was ich da so draus machen kann. Auch wenn ich natürlich Respekt vor allen Kunstwerken habe, es gefällt mir einfach überhaupt nicht und ich will es auf jeden Fall loswerden. Ja, also mit anderen Worten, ich werde das jetzt aufräumen. Es nervt mich komplett, dass ich mich nicht mehr auf diese Couch setzen kann und deswegen werde ich das jetzt aufräumen, Shanti. Du wirst es jetzt... Oh, mein Fuß. Du wirst es jetzt aufräumen. Okay. Let's go. Heute, ihr Lieben, heute am 9.11. ist der Tag, an dem ihr eure Weihnachtsgeschenke vorstellt. Perfekt aufgeräumt, aber es ist so viel besser als vorher. Der ganze Tisch ist noch voll, weil ich noch Steuer machen muss morgen. Aber ich kann mich wieder
auf mein Sofa legen und setzen. Falls ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit alleine bin, Marvin ist, also wir haben uns jetzt heute Morgen und gestern Nacht gesehen und die Nacht davor, aber er ist einfach die ganze Zeit irgendwie nur unterwegs und dreht. Kakaonips wird auch noch gut sein. Ich hatte leider nur noch Erdnussmus, aber mein allerliebstes Nussmus ist Haselnussmus. Es ist einfach das leckerste Nussmus, was es gibt. Und dunkles Mandelmus mag ich auch sehr gern, aber also das wäre jetzt noch perfekt gewesen. Aber so ist es auch sehr lecker. So, Shaki ist auch da. Hello. Hello. Hi. Na? Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn ihr mich seht, ja. Ich sehe selber nicht. Du hängst ein bisschen vom Bild. Also ich sehe dich nicht. Die Telco ist vorbei. Ich habe mich jetzt auch direkt ready gemacht, weil ich jetzt einer guten Bekannten mit ein paar Fotos helfe. Und ja, da fahre ich nach Wuppertal, nach Düsseldorf für. Und ich dachte, ich zeige euch kurz meinen Duft des Tages. Und zwar ist es dieser hier. Angel's Share von Killian. Davon braucht man nicht so viel. Ich habe vorhin schon was aufgetragen, deswegen nur noch ein Sprüher. Das riecht so ein bisschen nach weihnachtlichem Gebäck eigentlich. Da ist, glaube ich, Zimt drin, ein bisschen Apfel. Das riecht auf jeden Fall mega lecker. Das ist mein Outfit. Einfach so ein Strickpulli und eine Leggings. Dann ziehe ich gleich noch Boots an. Und das ist meine allerliebste Lieblingsmütze, die habe ich in Amerika gekauft, 2019. Die ist von Pink und die, also von Victoria's Secret und von der zweiten Marke oder Eigenmarke Pink. Und wenn ich die jemals verliere, dann... Nee, das ist wirklich die perfekte Mütze, weil die nicht so eng ist. Die ist so richtig schön breit und weit und keine Ahnung, die nervt mich nicht. Und ich wusste nicht, was ich für eine Jacke anziehe, deswegen habe ich eine von Marvin, wo noch das Preisschild dran ist, die ich mir jetzt einfach kurz überwerfe. Ist eigentlich ganz cool. Ja, ist von H&M. Ich habe meinen Zeh auch nicht mehr geschafft zu tapen, aber egal. Hier ist mein Geldbeutel drin und Kleinigkeiten. Hier sind Objektive drin. Und da sind meine Kameras drin. Wir sind jetzt fertig. Ich weiß gar nicht, wo ich euch hinstellen soll. Mit Schminken. Es war ganz cool. Am Anfang war das Licht halt nicht so perfekt. Und dann ist nochmal ganz kurz, wirklich für so 7 Minuten, die Sonne rausgekommen. Wir haben da so viele Fotos gemacht und dann war es ganz cool. Jetzt fahre ich nach Hause. Ich habe so Hunger. Ich habe mir jetzt aber vor ein paar Tagen einen kleinen Vorrat gemacht. Ich muss es einmal kurz zeigen, weil ich so stolz drauf bin. Also hier sind alle meine Riegel. Dann habe ich hier so Hustenbonbons. Eine Bürste, CDs. Da sind so Kosmetiksachen drin. Taschentücher, ganz wichtig. Und jetzt werde ich mir von meinen Riegeln mal einen aussuchen. Ich glaube, ich nehme direkt mal den hier. Okay, und ich bin back an meinem Arbeitsplatz. Ich habe mir gerade... Ich kann diese offene Tür... Da, wo ich die ganzen letzten Tage verbracht habe, aber ich muss noch
Steuern machen und noch ein Video bearbeiten und jetzt noch Fotos aussortieren. Und ich habe mir gerade Essen gemacht. Das ist das, was ich mir so die letzten Tage jeden Tag gemacht habe eigentlich. Nudeln mit einer Tomaten-Sahnesoße und Pilzen und Zucchini. Weil ich habe mir 2 Zucchinis gekauft und eine Packung Pilze. Und wenn man alleine ist, reicht das irgendwie für eine ganze Woche gefühlt. Ja, deswegen esse ich das gerade jeden Tag, aber es schmeckt auch richtig gut. Ich hatte gerade nicht meinen Heldsmoment. Ich bin gerade rausgegangen, so voll bepackt und wollte was in den Papiermüll draußen schmeißen. Also 2 große Tüten voll mit Papier. Und während ich die fallen lasse, höre ich nur so klimpern. Ich so, ups. Zum Glück waren die komplett leer und zum Glück war es nur der Papiermüll. Aber ich habe einfach meinen Schlüssel mit in den Mülleimer geworfen. Ja. Aber ich war schlau. Ich habe mir dann so einen Stock gesucht und habe den dann wieder rausgefischt. Also ging es, meine Hände sind nur so ein bisschen dreckig, aber das ist ja nur Natur. Das ist ja nicht so schlimm. Jetzt fahre ich zum Friseur. Ich habe meine Haare nicht gewaschen. Ich habe früher vorm Friseur immer meine... Das aussieht so richtig platt gedrückt. Ich habe früher immer meine Haare vorm Friseurbesuch gewaschen. Obwohl die dann eh nochmal gewaschen wurden, bis die, die meine Haare macht, gesagt hat, also, du musst das nicht machen, du kannst auch einfach, die werden ja eh gewaschen, du kannst einfach mit fettigen Haaren kommen. Und das mache ich heute, deswegen habe ich diese Cap auf. Oh, ich habe Schmerzen. Ich habe halt meine Tage bekommen, der erste Tag ist immer so das Schlimmste. So, ich komme gerade von meinem Friseurtermin, also es ist ein bisschen was abgekommen. Ich mache jetzt halt, was Farbe angeht, nie was Krasses. Das kann man, glaube ich, auch nicht mehr von mir erwarten, weil ich einfach das natürlich immer am chilligsten finde. Also ein bisschen was abgeschnitten und die Farbe wieder aufgefrischt. Also die war ja schon so ein bisschen rausgewachsen und jetzt sieht es so, ja, einfach wieder so aus, als wenn meine Haare von der Sonne so ein bisschen heller geworden sind. Und ja, ich feiere das voll, weil Mutlu, also da, wo ich immer hingehe, Mazer in Köln, Lindenthal, die Mutlu, die sieht bei mir halt auch genau das, womit ich mich wohlfühle. Und jetzt war ich gerade noch beim DM, habe eigentlich nur Essen geholt. Kann ich euch gleich mal so ein bisschen zeigen. Aber auf jeden Fall auch neue Riegel fürs Auto. Vor allem im Winter oder wenn es jetzt kühler ist, kann man die auch easy im Auto lassen. Ich meine, im Sommer ist es natürlich ein bisschen schwieriger mit der Hitze und so. Aber das ist das Coole, dass im Winter das kein Problem ist. Ich habe ein bisschen übertrieben, glaube ich. Das alles gar nicht hier rein. Wir haben einmal einen meiner Lieblingsriegel, Liebe Pur Brownie. Dann haben wir Schokobanille von Cher. Dann haben wir Schokoheidelbeere von Cher. Dann haben wir von Vegans Chocolate Bar Peanut Caramel. Dann haben wir von Licker einmal Brownie. Einmal von Lecker Haselnuss, weil ich gerade vergessen. Die sind sehr lecker, die sind aber nicht so teuer. Und das ist Erdnuss Salted Caramel. Und das hier sind Fisherman's Friends Cherry, weil ich liebe Fisherman's Friends. Haul Time. Okay, ich zeige euch jetzt noch kurz, was ich bei DM geholt habe. Eigentlich habe ich nur Geschenke geholt. Und zwar treffe ich noch eine Tante in Singapur. Also, sie ist nicht meine leibliche Tante, aber ich nenne sie irgendwie immer Tante. Ich bringe aber nur Kleinigkeiten mit. Also erstmal, meinem Papa bringe ich einen Tee-Adventskalender mit. Dann, richtig süß, hat er sich Tee mit Süßholz gewünscht. Deswegen bringe ich ihm noch meinen Lieblingstee mit. Und dann noch einen Tee, 3 Süßholztee. Würde ich auch gerne mal probieren, weil ich glaube, das schmeckt richtig lecker. Ich liebe Süßholz, alles mit Süßholz. Bekommt er auch noch. Dann schenke ich meiner Tante Zitrone, Ingwer und Manuka-Honigtee. Dann bringe ich Honigwaffeln mit. Ich weiß, die sind nicht vegan, aber die habe ich als Kind immer gegessen und ich glaube, sie sind ein ganz gutes Geschenk, weil die einfach lecker sind. Dann bringe ich meinem Papa noch Fisherman's Friends mit. Einmal in Cherry und einmal in Mint. Dann habe ich mir was mitgenommen und zwar den AHA PHA Peeling Cleanser von No Cosmetics. Ich liebe den. Den habe ich schon einmal gehabt und der ist fast leer, deswegen habe ich mir den neuen mitgenommen. Dann habe ich von Shebens für meine Tante einmal Augenpads mitgenommen. Und für meinen Papa einmal, also 2x Koffein. Und dann bekommt sie einmal die goldenen und er bekommt dann nochmal die Cooling Hyaluron-Augen-Gel-Pads. Das Gute ist, wenn man irgendwo hinreist, wo es heiß ist, dann muss man nicht so viel in den Koffer packen an Klamotten. Das heißt, ich kann relativ viel anderes Zeug noch mitnehmen. Und dann hatte ich vergessen, dass ich noch ein Buch bestellt hatte. Das ist aber erst ein paar Tage später angekommen. Und zwar von Khaled Hosseini. Ich glaube, ich habe den Namen falsch ausgesprochen.
Aber Traumsammler, das wird ein sehr, sehr schönes Buch sein, auch sehr bewegend. Ja, das habe ich abgeholt. Und als ich dann eh in der Stadt war und Rituals 2 Minuten davon entfernt war, habe ich dann noch einmal bei Rituals Sachen mitgenommen. Einmal, weil das in der Kasse war, so ein Handgel. Ist ja nicht so, als wenn ich schon ganz viel Handdesinfektionsmittel habe, aber in der Duftrichtung Sakura. Ich habe schon meine Hände hier gewaschen, aber man riecht es immer noch. Einfach, ich habe das vorhin in der Stadt benutzt. Dann für meinen Papa einmal ein Duschschaum in der Duftrichtung Jing. Ich mag die sehr gerne, die ist so nicht zu männlich, also nicht zu maskulin, nicht zu feminin. Ich finde es so angenehm auf jeden Fall. Da habe ich ihm auch einmal die Duftstäbchen in Mini mitgenommen. Für meine Tante habe ich dann auch einmal die Duftstäbchen mitgenommen. Ich liebe diese Duftrichtung. Und dann habe ich ein Geschenk dazu bekommen. Und zwar einmal Body Mist in meinen 2 liebsten Duftrichtungen. Habe ich jetzt gar nicht gekauft, aber es ist einmal Sakura. Und einmal Ritual of Karma. Ich finde, das ist richtig schön, weil das ist so ganz gepflegt einfach nur. Ich glaube, die packe ich einfach in mein Auto und dann... Ach, das riecht so gut. Das riecht so gut. Dann habe ich einfach immer Duftsets. Dann bin ich nach Hause gekommen und dann stand ein Paket im Flur, weil ich habe mir bei COS ein paar Basics bestellt. Ich würde sagen, ich ziehe es einfach direkt mal an und zeige es euch. Okay, ich sehe mich jetzt gerade selbst nicht, aber ich habe einmal so ein gestreiftes Top mir geholt. Ich weiß noch nicht so ganz, das hat halt sehr wenig Stretch-Anteil, was ja gar nicht schlimm ist eigentlich, aber ich weiß nicht, wenn ich nicht zu 100% überzeugt bin, dann glaube ich, geht das zurück, obwohl ich es echt schön finde. Vielleicht so eine Nummer größer, wenn es ein bisschen lockerer wäre, glaube ich, fände ich es cooler. Das ist so ein richtiges Basic-Basic-Top, was ich ganz cool finde, weil das hat, ist ein dünnerer Stoff, liegt recht eng an, hat Stretch-Anteil, ist mega bequem, geht auch, also ist auch relativ lang, das heißt, man kann es auch gut irgendwo reinstecken, wärmt aber auch die Nieren und kann man halt perfekt unter Pullis ziehen. Und ich glaube, ja, so genau sowas wollte ich irgendwie auch. Also es ist sehr dünn vom Stoff, aber ich glaube, ich finde es cool. Okay, das liebe ich sehr jetzt schon. Es ist mega bequem. Es ist ein bisschen dicker als das davor. Hat einfach Löcher für die Daumen. Ich liebe das. Ist auch eng anliegend. Ein richtig, richtig angenehmer Stoff. Ist nicht so tief ausgeschnitten. Das heißt, man kann es auch gut unter Pullis anziehen, die vielleicht so ein bisschen kratzen. Die, weißt du, die so bis hier gehen. Okay. Oh, ich fühle mich gerade so ein bisschen nackt, weil ich habe nur Nippelpads an. Aber ja, das gleiche Top habe ich auch nochmal in Weiß. Finde ich auch sehr cool. Und werde ich auch behalten. Und meine letzte Sache ist ein Cardigan. Das sieht jetzt schon so kuschelig aus. Ist einfach so ein grauer Kuschel-Cardigan. Ja. Ah! Okay, wenn der Zeh einen Tag mal nicht so richtig wehgetan hat, man direkt wieder denkt, man kann rumtouren. Finde ich sehr schön. Also ich finde jetzt nicht das weiße Top drunter ziehen, sondern dann irgendwas, was vielleicht tiefer ausgeschnitten ist. Ist sehr, sehr schön. Sehr kuschelig. Ich werde jetzt den Koffer packen. Gucke dabei noch ein bisschen Türkisch für Anfänger und muss dann unbedingt schlafen, weil ich so müde bin. Wir haben jetzt schon nach 0 Uhr und ich fliege ja morgen. Deswegen, ja, ich muss auf jeden Fall noch einige Sachen erledigen vom Flug eigentlich. Ja. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich würde den an dieser Stelle mal beenden. Ich glaube, der ist eh schon wieder ultra lang geworden. Ich hoffe, dass er vielleicht ein bisschen unterhaltsam war und dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dann!